Ja, hallo, grüßt euch, servus und willkommen auf meinem Kanal. Ja, 1. Oktober, es ist gefühlt schweinekalt, wir haben 4 Grad draußen und die Sonne geht gerade auf, wunderschön hier. Und zwar heute fahre ich an einen Flugplatz, der liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Kaiserslautern. Und da werde ich mich mit dem Lukas von SkyTime treffen. Und wir werden uns da zusammen eine C42 anschauen. Und zwar bietet der Lukas eine Art Pre-Buy-Inspection an. Das heißt, es ist wirklich nur für jeden zum Empfehlen, wenn ihr euch ernsthaft dafür interessiert, ein Flugzeug zu kaufen. Dann sucht euch eine fachkundige Person. Alles andere hat keinen Sinn. Ihr könnt euch ein finanzielles Grab schaufeln, wenn ihr euch irgendeine Schrottmühle anschafft, die am Schluss nochmal 20.000 Euro in Reparaturen nach sich zieht. Ja, ich habe jetzt noch rund 4 Stunden Fahrt vor mir. Wer weiß, vielleicht am Ende des Tages wird der Traum vom eigenen Flugzeug wahr. Das müssen wir einfach abwarten. Also nichts übers Knie brechen, sondern wir gucken uns den Flieger in aller Ruhe an. Wir schauen uns die Papiere dazu an. Wir werden auch eine Runde damit fliegen. Wenn am Schluss alles passt, dann wird der Flieger gekauft. Und das Tolle ist, ich habe gestern die Zusage bekommen für einen Hallenstellplatz in Bad Waldsee. Also super. Ist gerade mal eine Stunde von hier weg. Ich stehe ja schon seit längerem jetzt in Kempten-Durbach auf der Warteliste. Ja, bis in Kempten was frei ist, kann ich jetzt erstmal in Bad Waldsee stehen. Zumindest bis nächsten Sommer erstmal. Ja, ich bin echt mal total gespannt, was der heutige Tag bringt. Also ich bin super aufgeregt, super nervös. Die Nacht war nicht so der Kracher. Ist natürlich schon was Besonderes. Und da gehört natürlich ein bisschen Aufregung schon auch mit dazu. Ja, der Lukas hat auch einen eigenen YouTube-Channel. Ich verlinke ihn euch einfach mal, schaut mal vorbei. Wir werden uns das Flugzeug komplett ansehen. Also ich behaupte fast mal, wir werden keine Schraube ungesehen lassen. Ja, warum eigentlich ein eigenes Flugzeug? Ich bin ja seit Juli diesen Jahres Scheininhaber und seitdem habe ich eigentlich an zwei verschiedenen Plätzen, einmal in Wildberg und einmal in Kempten, gechartert. Und ich bin super dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte. Aber Chartern bringt halt doch eine gewisse Einschränkung mit sich. Spontan zum Flugplatz fahren, eine Runde zu fliegen, ist einfach nicht. Also man muss schon mindestens 2-3 Tage vorher, sollte man schon, gerade jetzt an einem Freitag, Samstag oder Sonntag, sollte man schon das Flugzeug reservieren. Und das bringt natürlich so eine gewisse Unflexibilität mit. Also du bist natürlich dann schon an diesen Termin auch gebunden, den du dann ausgemacht hast, weil kurz vorher absagen ist natürlich auch nichts, weil das Flugzeug ist für dich natürlich eingeplant und reserviert. Das andere ist, einfach mal weiter weg zu fliegen und ein paar Stunden an dem Platz zu bleiben oder eine Stadt zu besuchen, ist auch sehr schwierig. Das heißt, gerade an den Wochenenden ist das eigentlich nicht möglich, weil das Flugzeug eben von mehreren Personen bereits gebucht wurde im Vorfeld und man dementsprechend eben nur ein kurzes Zeitfenster hat, wo man fliegen kann. Also bei uns ist es einfach so, wenn man chartern möchte, dann geht das eben nur, sag ich mal, für lokale Rundflüge. Also mal eine Stunde die Maschine chartern, das ist machbar. Wenn man aber jetzt einen halben Tagesausflug machen möchte, dann wird es da eben schon schwierig. Ja, chartern hat natürlich auch seine Vorteile. Also ich fahre zum Flugplatz hin, das Flugzeug steht schon da, meist vollgetankt. Und ja, ich steige ein, mache meine Pre-Flight Inspection und fliege los. Wenn ich dann zurückkomme, stelle ich das Flugzeug ab. Fliegen ist für mich nicht nur das reine Fliegen, sondern es geht auch um die Technik dahinter. Es geht auch um das Verständnis, es geht um das Ganze drumherum. Also für mich gehört zum Beispiel auch dazu, das Flugzeug aus der Halle ziehen. Ja, das Flugzeug sauber machen am Schluss. Intensiv mit der Technik beschäftigt. Weil beim Chartern ist es halt so, ich möchte eine feste Maschine haben, mit der ich fliege und mit der ich mich auch wohlfühle. Und nicht zwischen mehreren Maschinen hin und her wechseln ständig. Was auch immer so einen Unsicherheitsfaktor mit reinbringt. Ja, ständig auf die Uhr schauen zu müssen beim Chartern. Chartern ist natürlich gerade hier in der Gegend nicht billig, also ist schon recht teuer. In der Hauptsaison liegt man da schon bei knapp 140 Euro die Stunde Chartergebühren.
guckt man natürlich schon auf die Flugzeiten auch. Und klar, beim eigenen Flugzeug bezahlt man im Endeffekt ja auch die Flugstunden. Ne? Du hast deine Fixkosten, du hast deinen Handlerplatz, du hast deine Versicherung, du hast deine Wartung, du hast deine Schirmrettung, deine 100-Stunden-Kontrolle, deine Jahresinspektion. Das sind ja alles Kosten, die anfallen, die im Endeffekt dann auch durch deine Flugstunden geteilt werden. Wenn man ein eigenes Flugzeug hat, gilt natürlich die Devise, je mehr du fliegst, je günstiger wird auch deine Flugstunde. Ich schaue ja jetzt schon seit einiger Zeit nach gebrauchten Fliegern. Es ist gar nicht so leicht, da was Vernünftiges zu finden. Also vernünftig im Sinne von wenig Flugstunden, top gewartet, lückenlose Wartungsdokumentation. Also mir war schon wichtig, eine Maschine zu finden, die wenig Vorbesitzer hatte und die immer nur von denselben 1, 2, 3 Personen geflogen wurde. Ja, ein weiterer Grund ist einfach, bei uns in Kempten wird ab 1. November bis zum 31. März wird über den Winter nicht mehr verchartert. Da sind dann einfach mal zwangsläufig 5 Monate Flugpause. Und gerade hier jetzt im Allgäu, in den Alpen, ist im Winter eigentlich fast die schönste Zeit zu fliegen. Und da möchte ich nicht 5 Monate lang aufs Fliegen verzichten wollen. Weil der Flugplatz ist ja auch, also Kempten, so wenn das Wetter mitspielt, wenn der Flugplatz, wenn die Bedingungen in Ordnung sind, wenn kein Schnee liegt, dann ist der Flugplatz auf und wird auch am Wochenende beflogen. Und da möchte ich fliegen, ganz einfach, und keine 5-monatige Zwangspause einlegen müssen. Ich interessiere mich für eine C42. Im Endeffekt die ganzen Rahmeneckdaten, die passen für mich super. Also der Motor, der hat knappe 300 Stunden bis jetzt erst. Die Zelle hat 440 Stunden und was im Grunde erst eingeflogen ist. Ja, warum eigentlich überhaupt eine C42? Also man muss ja ehrlich dazu sagen, in dem Preissegment, in dem ich mich bewege, gibt es ja gar nicht so viele Alternativen. Also es gibt eine C42, es gibt eine Skyranger, es gibt vielleicht noch eine FK9, Mark II, Mark III. Ansonsten ist da nicht viel, was passen könnte. Ja, die C42, nicht besonders hübsch, nicht besonders schnell, aber einfach zuverlässig. Ich meine, das hat schon seinen Grund, warum jede zweite Flugschule genau diesen Typ als Schulungsmaschine ausgesucht hat. Und ich denke mir, gerade jetzt für mich als Anfänger, mit so einem Typ, da mache ich nichts falsch. Also die ist super gutmütig, gutes Händlernetzwerk. Ja, man kommt fast überall ran, wenn man selber was machen möchte. Der Flieger ist sehr, sehr wartungsfreundlich. Ja, sie ist sehr wertstabil, günstig in der Versicherung. So, grüßt euch, hallo. Ich bin angekommen in der schönen Pfalz, 5,5 Stunden Fahrzeit. Und ich freue mich jetzt gleich auf den Lukas und den Eigentümer von dem Flugzeug, der mich gebeten hat, ihn nicht zu filmen. Das verstehen wir natürlich, gar kein Thema. Ja, noch kein Mensch hier, eine Idylle, eine Ruhe. Das ist ja der Wahnsinn, dieser Platz hier. Schaut euch das mal an. Super schön gelegen, hier gibt es keine Ortschaften, hier gibt es keine Nachbarn, hier gibt es keine Fluggegner. Ein Traum, richtiges Wild West Feeling hier. Jetzt fertig. Und Lukas, Fazit? Ja, Fazit ist, glaube ich, die beste C42A, die ich so in meiner Laufbahn jetzt zwischen den Fingern hatte. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß damit. Jawohl. Die beste C42A. Someone to show.